Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Oh yeah. So, wir befinden uns anscheinend mitten in der Revolution, die niemals stattgefunden hat. Den hier werden wir kurz aus dem Gefecht nehmen. Oder auch nicht. Gut. Irgendwo ist halt auch Schluss. Da lässt er sich einfach nicht töten. Willst du mich verarschen? Der Sound ist immer noch hier von ihm. Na gut, anscheinend sollte er nicht sterben. Ist mir aber Wumpe. Wir gehen zu unserem Kollegen. Hallo. Jefferson warst du, oder? Unser Plan funktioniert, mein Freund. Washingtons Truppen sind zerstreut. Der Palast ist unbewacht. Das sollte dir weiterhelfen. Der Mechanismus ist raffiniert, aber du wirst es sicher entschlüsseln können. Nun gut. Ich sehe euch wieder, wenn ich erfolgreich war. Hau rein. Ab geht's, Freunde. Es wird ernst. Washington, ich komme. Und glaub mal dran. Du wirst gehen. So, ich helfe mal kurz, ne? So. Psst. Sei ganz leise. Alles wird gut. Alles wird gut. So, tot. Weißt du, wie alle ohne Waffen kämpfen? Wie seid ihr denn drauf? Ich bin auch einer von denjenigen, die ohne Waffe kämpfen. Naja. Wie gehen wir erstmal weiter? Geronimo! Okay. Ich soll die Tür ganz normal benutzen. Tu es wie ein normaler Mensch. Die andere Art und Weise wäre aber epischer gewesen. Okay. Oder auch nicht. Ernsthaft? Er hat eine Skulptur von sich? Hinweise im Suchgebiet. War nicht meine Absicht. So, wir haben da hinten etwas. Diese Türen wurden aufgebrochen. Tja, dafür halten sie aber noch ganz schön gut. Ach, immer diese Hinweissucherei, das ist echt. Okay, ich muss da hochkommen. Und ich vermute mal, das werden wir von hier aus schaffen. Ist hier alles doch neu gebaut? Wieso ist das dann aufgebrochen worden? Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich da hinkomme. Und hier ist auf jeden Fall nicht. Kann ich hier auf dem Ding hochklettern? Nee, wäre auch zu einfach gewesen. Klettern wir hier hoch. Das sieht gut aus. So, ich vermute fast, wir müssen da hoch. Ja, oder auch nicht. Fragezeichen in meinem Kopf. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich denn da hoch? Hä? Hä? Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist über diese komischen Bilder, die noch nicht fertig sind. Dafür müsste ich allerdings darüber kommen. Das Problem ist, der Kollege springt nicht rüber, er springt runter. Und runterspringen ist nicht das, was ich möchte. Komisch, ne? Gut, versuchen wir unser Glück. Vielleicht haben wir hier Glück. So. Bringst du da wenigstens rüber? Offensichtlich nicht. Hä? Das ist auch ein Hinweis. Wie soll ich denn da hinkommen? Über die Statue? Ach komm, den Schlüssel packst du hier ins Loch. Ganz ehrlich, das sehe ich doch von hier aus. Immer diese Deppen. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ihr seid mir ja gut. Hä? Okay. Es muss einen Weg geben.
Wir haben hier zwei potenzielle Wege. Das ist einmal dieser hier und einmal der andere. Auf der anderen Seite. Was soll dieses Auge? Ist das nicht das Symbol der Steinmetze? War da nicht was? Hast du den Wandsprung drauf, mein... Ich bin so scheiße blöd, ne? Gott, bin ich scheiße blöd! Keine Worte. Welches Ziel war denn hier oben? Das ist eine gute Frage. Wieso wurde hier geschossen mit scharfer Munition? Oh, das war ja so schwer hierher zu kommen. Warum ist der locker? Damit du reinkommen kannst. Hä? Sie hatte ihn fast. Sie hatte ihn fast. Mutter. Ernsthaft? Du konntest Washington nicht aufhalten. Aber vielleicht kann ich dir zu ihm folgen. Ich war doch schon hier oben. Stimmt euch nicht. Probieren wir einfach mal das hier. Komische Pyramide. Er baut sich schon eine Pyramide, ganz ehrlich. Also, ich denke einfach nie dran. Wie ist sie hier durchgekommen? War so eine ernsthafte Frage. Ach, kommt Leute. Ich kann doch nicht immer switchen wie so ein Bekloppter. Überraschung! Wenn die das jetzt nicht gehört haben, dann hören die gar nichts. Okay. Es ist jemand im Palast. Es muss ein Bär sein. Schießt auf alles, was hier durchkommt. Okay. Also unsere Nebenaufgabe, keine Tiere in Washingtons Zoo töten. Wieso sollte ich? Ich kann ihn nicht verstehen. Zum Brei! Vielleicht soll ich eine Waffe ausrüsten, das wäre ganz cool. Und nehmen wir mal den... Jawohl, Tomahawk? Was ist das hier dann? Schwere Waffe. So, weg mit dir. Die nehme ich auch mal deine Waffe ab. Du Penner, verzieh dich, ganz ehrlich. Was habe ich dir getan? Ich habe dich noch gar nicht angegriffen. Sei froh, dass ich den zuerst hier töten möchte. Jetzt ist es zu spät, jetzt war er der Letzte. Okay, keine Tiere töten. Heißt das, wir werden von Tieren angegriffen oder sind die einfach nur unschuldig da irgendwo in der Nähe und freuen sich nast ab? Weiß es nicht. Vor allem in welche Richtung? Ein Bärchen. Da ist eine Tür. Das ist gar kein Problem, ich mache mich einfach unsichtbar. Getrocknetes Blut. Zu viel für einen Menschen. Kann ich dich rauslassen? Nein.
Okay, wir dürfen keine Tiere töten. Verflucht. Da sind Bissspuren drauf. Ja, es sind Knochen in einem Gehege. Natürlich sind da Bissspuren drauf. Was glaubst du denn? Wir hatten mir das nicht weitergeholfen, oder? Nicht wirklich. Ja, lass die Waffe fallen, ganz ehrlich. Hä? Kann ich die nicht einfach betäuben mit Gift? Wir haben hier mehrere Hinweise. Wir haben hier einen Bären. Da ist aber auch nichts drin. Was wollen die jetzt von mir? Aha! Jemand ist hier durchgebrochen. Gut zu wissen. Ja, von da ist sie gekommen. Holy shit, jetzt drauf. Der arme Bär. Okay, ich sollte mich beeilen, bevor das Tier kommt. Vielleicht solltest du dich beeilen, bevor das Ding dich anfällt. Na komm! 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 Komischer Lux. Easy! Wäre natürlich leichter gegangen, die Türe einfach zu töten von oben. Aber man kann nicht alles haben, ne? Jetzt kommen die ganzen alten Mechaniken wieder raus von Assassin's Creed 3. Lange in Vergessenheit geraten. Ich glaube, das Tauchen haben wir insgesamt zweimal gebraucht. Nee, einmal. Das ist das erste Mal, dass wir tauchen mussten. Andere waren Assassin's Creed 2. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. So, wo kann ich denn hinfliegen? Flieg und Sieg! Und zack! Oh. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Ich bin einfach gesprungen. Wie so ein kranker Psycho. Und das ist unser Ziel. Oh, ich habe einfach nur die ganze Zeit X und Y gedrückt. Oh Gott. War doch kein Scheißspiel. Und du? Jetzt bin ich hier. Ist aber alles rot. Ach so! Nicht über mir. Unter mir! Ach komm, was wollt ihr denn? Hey, Kamerawinkel, du bist scheiße. So, machen wir euch alle fertig. Ich weiß noch, wie ich am Anfang überhaupt gar nicht mit dem Kampfsystem klargekommen bin. Mittlerweile kann mir ja nicht keiner was. Außer vielleicht diese Bengels. Toll, jetzt hat er seine Waffe wieder. Ihr wollt Stress, ich sehe das schon. Wieso ist der andere umgekippt? Wieso ist er tot?
Ach, ist er nicht. Okay, alles gut. Easy. Und ich vermute mal, hier ist der Mechanismus. Die Teilstücke der Scheibe richtig anordnen und das Schlüssellauf zu finden. Ich habe nur eine gewisse Zeit. Okay. Das sieht schon ganz gut aus. Hier habe ich. Ich hab's doch. Das passt perfekt aufeinander. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ja, das ist es doch. Was jetzt? Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder so? Gut. Drehen wir alles mal in die andere Richtung. Ach, plötzlich! Leck mich! Okay, Washington, ich komme. Wo ist er? Das ist der Edensplitter. Also das Tor. Anstatt Washington damit zu töten. Wie bist du denn drauf, Mädel? So doof kann man doch nicht sein. Mutter, es ist Zeit zu beenden, was du anfängst. Okay, was zur Hölle suchen wir jetzt? Wie die Zeit extra für mich anhält. Ich wusste doch, dass das so kommen wird. Ganz ehrlich, Leute. Entspannt euch. Jetzt muss ich hier alle meine Fähigkeiten einsetzen, ja? Ich merke schon. Vielleicht hätte ich nicht switchen sollen. Ah doch, da kommen wir durch. Komm, ist okay. Behalten wir erstmal den Bären. Behalten wir erstmal den Bären, ist klar. Warum stürzt hier alles ein? WTF. Das sieht nach einem Safe Point aus. Ja, da können wir hochklettern, komm. Da muss ich nicht hinfliegen. Wo laufe ich denn jetzt hin? Also wir sind doch im Thronsaal. Wenn Washington irgendwo ist, dann im Thronsaal. Wo soll er denn sonst sein? Auf der Toilette?
Hey, das kann eigentlich gar nicht mal so verkehrt sein. Aber ich könnte auch einfach im Thronsaal warten, mich einfach auf seinen Thron setzen. Und dann sagen, hey, Washington, altes Haus, bist du aus dem Scheißhaus zurück? Hallen der Ungerechtigkeit. Hä? Hä? Ich dachte, Bossfight und so und alles tot und Verderben und Krieg. Hä? Nun, Freunde, ach, da ist er doch. Ah, da bist du endlich. Commander Washington. Wenn du den Apfel aufgibst, lasse ich dich leben. Den Apfel aufgeben? Er kontrolliert dich. Ist es das, was du glaubst? Ich glaube, ich kontrolliere ihn. Obwohl ich die Möglichkeit, dass er andere kontrolliert, nie erwog. Vielleicht kann er das. Du wurdest von der Macht des Apfels korrumpiert. Korrumpiert? Nun, dann habe ich eine interessante Frage. Soll ich den Apfel aufgeben, um meine Seele zu retten? Oder willst du den Apfel für dich selbst, um Kontrolle über das Volk zu erlangen? Das Volk ist sein eigener Führer. Täusch dich da mal nicht. Ein absurder Gedanke. Aber nehmen wir an, ich würde von dem Apfel kontrolliert. Was könntest du dann anders machen? Ich würde ihn zum Wohl eines jeden verwenden. Der Besitz des Apfels ist sowohl Fluch als auch Segen. Sag mir, wenn du die Erde beben lässt, fühlst du dich dann als Sklave des Volkes? Oder willst du sein Herrscher sein? Das Volk will deinen Sturz. Aber du hast nicht geantwortet. Ich bin der einzige König hier! Er hat Angst, dass ich der König sein will. Okay, Washington mit den Tierkräften da kämpfen, okay. Wir müssen nur herausfinden, wie. Wo bist du dieses Mal hin? Nirgendwo hin. Ich bin wieder hier. Wenn du verschwindest, werde ich nur wütend. Zu Preis, Digga, zu Preis auch. Okay, ich vermute mal, jetzt müssen wir die Fähigkeit wechseln. Lass dies dein Fleisch versenken. Okay. Sieh das gleißende Licht. Nein. Timing. Wie soll ich denn da... Okay, okay. Vielleicht muss ich mich wieder unsichtbar machen. Wenn du verschwindest, werde ich nur wütend. Sieh, ihr kehrt zurück ins Licht. So, bis er eine andere Taktik mich macht. Erreichst du nicht. Okay, jetzt hat er eine andere Taktik und jetzt müssen wir fliegen. Zurück, erbärmlicher Wicht. Hä? Zurück in die Hölle. Nimm doch dein Messer, was ist denn los mit dir? Dunkle Magie erwartet. Okay, die Dinger werden immer größer. Au! Okay, ich mach mich wieder unsichtbar. Ich verstehe schon. Verschwinde! Das wird dich nicht retten! Ich wusste, dass ich dich wiedersehe. Ja, wir sind ja auch mitten im Bossfight. Kein Wunder, dass du mich wieder siehst. So, was ist jetzt deine Taktik? Komm, zeig's mir. Brenne, elender Köter! Jetzt sehe ich dich. So. Weiche von mir. Ah, jetzt geht das wieder los, ja. Ach, verdammt, ich muss genau dazwischen kommen. Jetzt! Ich töte dich für das, was du getan hast! Neue Taktiken? Die markierten Objekte zerstören, um das Buntglas zu zertrümmern. Okay, okay. Die Frage ist nur, warum? Um alles zu zerstören. Ja, ist ja gut, Mann. Du hast ja eine Milliarde Ichs von dir, weißt du, aber schießt mich ab und zu ab.
Sieh das Licht. Nein, lass mich. Nein, ich war noch kurz davor. Oh, du bist ein Spasti, ey, ganz ehrlich, hier. Wahrscheinlich sollen wir runterfallen, ne? Achso, ich hätte mich unsichtbar machen können. Egal. Das war's mit dem Apfel. Mitten ins Herz. Na klar, dass er noch lebt. Und jetzt muss ich ihm wieder Anstoß geben. So, ich bin's wieder, der läuft. Es ist keine Sequenz. Er ist weg. Ach komm. Hadon Hagedon, ich starb beim Versuch, Washington zu töten. Aber ich flehe dich an. Begehre nicht den Apfel. Nö, wieso sollte ich? Ach Mann. Mein Sohn, ich sorge mich um dich. Die Seelenreisen haben dich verwirrt. Gib deinen Kampf um den Apfel auf. Bitte, mein Sohn, bitte. Wieso willst du den Apfel haben, Connor? Jetzt ist die Gelegenheit. Nimm den Apfel. Nimm ihn. Nimm ihn. Ich kann nicht weggehen. Ich muss hingehen. Aber wenn ich mir selber schon sage, dass ich es tun soll, dann ist das keine gute Idee. Zurück. Es war ein Traum, was sein könnte, nicht was ist. Nimm ihn weg. Nimm ihn mir weg. Ich will ihn nicht. Kein Mann sollte eine solche Macht besitzen. Versenkt ihn im Meer. Beschwert ihn. Und versenkt ihn in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Wie lautet eigentlich unser Kurs? Commander Washington. Ich dachte, ich wäre allein. Verzeiht bitte die Störung. Das ist schon gut. Sieht ganz nach einer Pattsituation aus. Ich fürchte, ja. Darf ich anmerken, Commander, eine Republik kann in einer Welt mit so vielen wettstreitenden Mächten nicht überleben. Ich bitte um Verzeihung. Gewählte Organe, ganz sicher. Dafür haben wir gekämpft. Damit die Nation gedeiht. Damit die Nation erblüht, muss die Schwäche einer Republik von einem mächtigen Mann im Zentrum ausbalanciert werden. Ein mächtiger Mann, Commander, der, wenn ich so frei sein darf, in den Augen der Welt an Größe gewinnt. Wenn er den Titel eines Königs erhielte. Sir, ich glaube, ich kann euch aufrichtig antworten. Euer Vorschlag bedeutet das größte Unheil, das meinem Land zustoßen könnte. Ihr hättet niemanden finden können, dem euer Plan mehr missfiele. Ich bitte euch inständigst, falls euch etwas an eurem Land liegt, an euch selbst und euren Nachkommen,
falls ihr mich respektiert. Dann verbannt diese Ideen aus eurem Hirn. Sprecht nie wieder, egal ob zu euch selbst oder zu anderen, über einen solchen Gedanken. Es war sein eigener Gedanke. Wir sind hier fertig. Bist du wieder zurück? Ja. Zurück. Bring uns zurück. Ja, Freunde. Das war's mit Assassin's Creed 3. Wir überspringen das, weil wir das schon mal hatten. Wir haben auch die Tyrannei des Königs beendet und somit ist auch Assassin's Creed 3 beendet. Ich würde sagen, morgen sehen wir uns bei einem neuen Projekt, bis wir dann den nächsten Assassin's Creed Teil spielen. Wird nicht viel Zeit vergehen, macht euch da keine Sorgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.